Liefers beeindruckt mit lässiger Hütchenakrobatik. Nach seiner misslungenen Raute alles dicht machen Bindestrich Aktion im April fällt Jan-Josef Liefers, 56, endlich mal wieder durch gute Unterhaltung auf. Am Set für den neuen Tatort wurde der Schauspieler zu einer neuen Challenge, der Pylonen-Challenge, herausgefordert. Mit einem lockeren Händchen beeindruckt er dort lässig seine 214.00 Instagram-Follower. Aber sehen Sie selbst. Liefers hätte fast seinen Job verloren. Bei der Aktion Hashtag Alles Dichtmachen hatten sich die Tatortdarsteller Liefers, Ulrich Tukur und rund 50 andere Schauspieler und Schauspielerinnen Ende April mit ironisch-satirischen Videos über die Corona-Politik der Regierung und eine vermeintliche Panikmache durch die Medien aufgeregt. Das Ganze ging nach hinten los, und viele Stars hatten sich darauf von der Videoaktion distanziert. Der nordrhein-westfälische SPD-Politiker und WDR-Rundfunkrat Gareth Dün forderte danach sogar, dass Liefers und Tukur zukünftig nicht mehr in ihren Tatortrollen zu sehen sein sollten. Später ruderte er zurück und entschuldigte sich. Liefers spielt weiterhin seine Paraderolle Professor Karl Friedrich Börne. Ein Glück für Liefers, der für die Tatort-Dreharbeiten bereits seit Anfang Juni wieder vor der Kamera steht und sich von der ARD für 6 weitere Fälle hat verpflichten lassen. Des Teufels langer Atem ist der bereits der 40. Münsteraner Tatort für das Team um Kommissar Frank Thiel, Axel Prahl und Professor Karl Friedrich Börne, Jan-Josef Liefers. Bis Ende Juni 2021 wird der Dreh noch dauern. Gedreht wird in Münster und Umgebung sowie in Köln. Der Sendetermin ist für die erste Jahreshälfte 2022 eingeplant.